Beweist, dass ihr würdig seid, mit mir zu segeln. Und ich bringe euch nach Florida. Mir einen Namen auf diesen Inseln zu machen, sollte Lizzie beeindrucken. Ich muss irgendwie meinen Ruf verbessern. Der Wirbelsturm hat uns so weit vom Kurs abgebracht, dass wir keine Lieferungen aus Malta mehr erhalten. Sir, die Indianer greifen einige der Siedler an. Wir sollten diese Siedler beschützen. Jo, dann legen wir mal los mit unserer Beispielmission. Wir haben genau 25 Minuten Zeit, um Piratin Lizzie zu beeindrucken, damit sie uns nach Amerika schippert. Dazu müssen wir mindestens 8000 Erfahrungspunkte sammeln. Problem, wir haben keine eigene Siedlung. Lösung, diesen Einheimischen hier helfen. Danke, Freunde. Ciao. Nehmt euch, was ihr braucht und fühlt euch wie zu Hause in Havanna. Zack, schon dürfen wir Gebäude bauen. Die Blasrohrkrieger sind schwach gegen Kavallerieeinheiten. Wir sollten einen Stall errichten und mehr Kavallerie ausbilden. Die Husaren mögen zwar effektiv gegen Blasrohrschützen sein, sind aber dummerweise ziemlich teuer. Gut, dass wir so viel Holz auf Lager haben. Das können wir jetzt auf dem Marktplatz vertickern und so unsere Kavallerieausbildung fortsetzen. So, unsere Armee ist nun groß genug, um einen von Indianern besetzten Handelsposten zu befreien. Das ist gar nicht so einfach, weil die Indianer uns hier in die Zange nehmen. Aber was soll's, viele Feinde bedeuten auch viele Erfahrungspunkte. Yes. So, jetzt schnell die Reiter rüberziehen. Gut. Wie kennt ihr das? Jawohl, gesiegt. Jetzt kann unser Held morgen den Handelsposten wieder aufbauen. Währenddessen füllen wir wieder die Reiterlücken in unserer Armee und warten auf den nächsten Auftrag. Wie ich hörte, habt ihr hier einiges Gutes getan morgen. Könnt ihr auch mir einen Gefallen tun? Dieser Indianerjunge hier braucht sicheres Geleit zurück zu seiner Familie auf der nächsten Insel. Findet die Indianer, die sein Kanu gestohlen haben. Setzt dann damit zur nächsten Insel über. Yes. Aha, da ist das Kanu. Und war ja klar, es ist natürlich bewacht. Gut, dass wir mittlerweile fleißig Husaren nachgerüstet haben. Die machen mit den Indianern kurzen Prozess. So, dann wollen wir mal schauen, wie viele Personen in so ein Indianerkanu passen. Erster Junge, ist ja klar. Dann unser Held. Jetzt noch ein paar Hotte Hüs. Und zum Schluss die Armbrustschützen. Der letzte passt nicht rein. Was für ein mies gebautes Kanu. Und da ist auch schon das Empfangskomitee für unseren Indianerjungen. Schönen Dank nochmal an den Kanu-Transportfrachter. Nicht nachlassen, Männer. Noch 10 Minuten, bis Lizzie Segel setzt. Ups, die Zeit wird langsam knapp. Ich habe diesen jungen Krieger nicht mehr gesehen, seit er sehr klein war. Da ihr meinem Volk geholfen habt, werde ich eurem helfen. Südlich von hier haben Männer mit langen Gewehren ein Heiligtum gestohlen. Bringt es zurück und die Kariben werden euer Dorf nicht mehr angreifen. Diese Krieger werden euch unterstützen. Schau, die Mission, Amatexer. Na gut, dann mal auf zum letzten Gefecht. Oha, Kanonen, die hätte ich beinahe übersehen. Schnell mit den Reitern vernichten. Ah, Morgan Black. Ihr habt euch hier wahrlich einen Namen gemacht. Tschüss,
Hammer-Tekscher. So, jetzt nur noch morgen zurück zu Lizzie befördern und schon gehört der Sieg uns. Morgen, Black. Schafft eure Männer an Bord. Ich bringe euch nach Florida.